was setzen wir dagegen? Was macht unsere Kraft aus? Und das ist genau der Punkt, wo ich beginnen möchte. Deutschland in der Welt, der Idealismus als Gegenkraft gegen den Materialismus. Materialismus ist Kommunismus und Kapitalismus. Das sind keine Gegensätze, sondern das sind Zwillingsbrüder. Das muss man verstehen. Die sogenannte Wende 1989 war keine Wende, sondern es war die Erkenntnis derjenigen, die die Sache im Osten gesteuert haben, in Moskau und eben im Ostblock, dass sie mit ihrer Methode der Ausplünderung und der Unterdrückung nicht so effizient sind wie die im Westen. Also haben sie dann eine synchrone Arbeit verabredet, dass sie jetzt auf eine kapitalistische Weise die Versklavung und Ausplünderung betreiben. Und das funktioniert jetzt in China ganz hinlänglich, in Russland auch ganz gut und im Westen sowieso schon lange. Jetzt kommt dann natürlich die Frage, welche Gegenkraft ist noch da, wenn wir eine Welt haben, die im Wesentlichen von materialistischen Kräften, also plutokratischen Kräften, die nur in den Kategorien des Profits und des Gewinns, also des Geldes denken. Was gibt es denn da noch? Was kann man dagegen setzen? Ich hoffe, jeder hat einen Blick auf die Wand hier. Die Säule ist zwar ein bisschen dominierend, aber man kann ja dran vorbeigucken. Der Idealismus. Versuchen wir das mal herauszuarbeiten. Und es war ja vorher auch sehr schön in der Diskussion herausgekommen, dass die Muslime sich auf die Tora beziehen. Und was ist die Tora? Das ist das Alte Testament. Das heißt also, auch das Christentum bezieht sich auf jüdische Wurzeln. Und wenn man die Frage stellt, gehört der Islam zu Deutschland, müsste man eigentlich konsequenter fragen, gehört das Christentum zu Deutschland? Nein. Oder das Judentum? Also das Ganze geht ja zurück auf eine Quelle. Und das Christentum ist ja nichts anderes als der Versuch, die germanischen Völker in dieses plutokratische Denken hineinzuziehen. Also es ist eine Herrschaftsideologie. Man sollte sich daran erinnern, dass das Christentum über viele Jahrhunderte genauso gewalttätig und anmaßend war, wie heute der Islam auftritt. Und das waren eigentlich nur die germanischen Völker, die es vermocht haben, das Christentum zu domestizieren und zu säkularisieren. Diese Leistung können weder die Juden oder nur im ganz beschränkten Umfang die Juden erbringen und schon gar nicht die Muslime. Sie können ihre Religion nicht säkularisieren, denn sie können nur mit ihrem religiösen, in Anführungszeichen, Herrschaftsanspruch leben. Im Grunde sind es keine Religionen, sondern es sind Geschichten, wir haben es vorher ja schon gehört, die sind interpretationsfähig, gibt es verschiedene Varianten. Sie glauben daran, aber es hat mit dem tatsächlichen Leben nichts zu tun. Deswegen sind diese Herrschaftsideologien, die jüdische, die christliche und die muslimische, gegen die Natur gerichtet. Und deswegen sind sie so gewalttätig, weil sie auch immer mit Gewalt über die Menschen gebracht werden müssen. Und da müssen wir die Frage stellen, was war denn eigentlich vorher? Die Geschichte der Menschheit ist ja viel älter als das Christentum und auch viel älter als das Judentum. Und was davor war und wohin wir wieder zurückfinden müssen, das ist die Verehrung des Lichts. Man sieht hier zwei Steine. Das ist in der Oberlausitz, in der Nähe von Soland an der Spree. Und die hat man also bewusst so aufgestellt, dass was ihr da mitten in der Mitte zwischen den beiden Steinen seht, das ist nicht etwa der Mond, sondern die Wintersonne am Tag der Wintersonnenwende. Die Steine wurden also so aufgestellt schon vor einigen tausend Jahren, dass genau an diesem Wintersonnenwendtag die Sonne dazwischen steht am Nachmittag. Und es gibt
in der Oberlausitz, in Böhmen bis nach ins Mühlviertel, Oberösterreich, ganz viele solche Steinsetzungen, die als Kalendersteine oder als Kalenderanlagen dienen. Das heißt, wir hatten ursprünglich eine Naturreligion, eine Verehrung des Lichts, der Sonne. Warum? Weil die Sonne der Lebensspender war und von der Wiederkehr der Sonne, vom Jahreslauf, das Leben abhängig war. Also die Gewissheit, dass nach diesen vielen dunklen Monaten, Monaten der Kälte, der Entbehrung, der Dunkelheit, das Leben, die Kraft, das Licht wieder kommt, das war lebenswichtig, das war unbedingt notwendig für diese Völker des Nordens. Diese Gewissheit, diesen Einklang, die Erkenntnis des Jahreskreises, des Naturlaufes war für sie lebensnotwendig. Und dementsprechend haben sie sich ihre Religion, ihre Weltanschauung, wäre eigentlich die bessere Bezeichnung, gestaltet. Das ist wohl die bekannteste Anlage Stonehenge in Südengland. Es ist ein Kalenderstein, auch wieder immer gleichartig aufgebaut als Sonnen-, als Jahreskreiskalender. Es gibt eine ganze Reihe von Schöpfungen dieser Art. Es gibt am Isarbogen in Bayern gibt es einen Sonnenkalender. Goseck bei Naumburg ist eine rekonstruierte Anlage, die 7000 Jahre alt ist. Man hat mit der Luftbildarchäologie ist es möglich, von großer Höhe etwas zu sehen, was sich tief im Boden befindet, was man selbst, wenn man auf dem Acker steht, gar nicht erkennen kann, selbst wenn man gräbt. Auf diese Weise finden gerade in den letzten Jahrzehnten sehr wertvolle Erkenntnisse statt, die unser Bild über unsere Vorfahren vervollständigt. Und wenn wir ja nur 100 Generationen zurückgehen und 35 Jahre für eine Generation hinsetzen, sind wir genau in der Bronzezeit. Sind wir also 1500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und noch älter ist Goseck, diese Anlage aus Holz. Ich glaube 1600 Eichenstämme, 3,5 Meter hoch, eingegraben in einem Kreisgraben mit den typischen Öffnungen im Südosten und im Südwesten, also genau die Sonnenaufgang- und Sonnenuntergangspunkte am Horizont zum Tag der Wintersonnenwende. Das ist ein Jahreskalender. Man hat bei Goseck, das sehen wir dann noch, auch in der Nähe diese germanischen Langhäuser rekonstruiert. Mittelberg, Sachsen-Anhalt, ganz nahe bei Goseck die Sonnenscheibe von Nebra. Westpreußen, in Odry, in der Tucheler Heide, Steinkreise, die nach Nordosten, also zum Sonnenaufgangspunkt im Sommer ausgerichtet sind und dann gewaltige Städte. Man sagt, spricht ja von Bernsdorf bei Ingolstadt, von einem bayerischen Troja, der Odilienberg in Elsass, die Burg Urmitz, die Federseeanlagen am Bodensee. All das deutet auf eine hohe Kultur vor vielen Jahrtausenden zurück. Und wird immer wieder bestätigt, immer in Bayern hat man jetzt in der Nähe von Landsberg am Lech wiederum einen Fund gemacht. Das ist sogar unter das Kulturerbe von der UNESCO gestellt worden, die Häuser bei Pestenacker. Also immer mehr Erkenntnisse dieser Art runden unser Wissen unserer Vorfahren über unsere Vorfahren ab. Das ist die Anlage von Goseck. Sie ist 2004 rekonstruiert worden mit den Baustoffen der damaligen Zeit. Also keine Dübel, keine Schrauben, sondern mit diesen Hanfseilen hat man das zusammengebunden. Man hat unten zur Vermeidung der Feuchtigkeit etwas Kies angesiedelt und das mit Fetten eingestrichen. Allerdings hat man wohl nicht das ganze Wissen der damaligen Zeit gehabt, denn sie haben die Bäume nicht in der kalten Winterzeit geschlagen,
mit dem Effekt, dass jetzt nach 10 Jahren Würmer in dem, im Holz sind. Also diese Anlage wird wohl nicht so lange existieren wie die damalige vor 7000 Jahren, die immerhin wohl über 300 Jahre bestand. Und das Schöne, dahinter konnte man rekonstruieren, diese Zeichnung findet man im Schloss Goseck, die germanischen Langhäuser, die immer die gesamte Sippe beherbergten und nicht nur die Sippe, sondern auch das Tier. Da komme ich dann noch drauf zurück, das hat eine große Bedeutung, man lebte unter einem Dach. Das ganze Handwerk, die ganze Gerätschaft, Mensch und Tier unter einem Dach, auch die Vorräte. Kleine Einfügung, es gab sowohl in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts als auch dann in der darauffolgenden DDR-Zeit Rekonstruktionen oder Neubauweisen dieser Langhäuser. Man wollte hier bewusst an diese germanische Sippenbauweise bei der Verwurzelung des Menschen an dem Boden, auf das wollte man zurückkommen. So ein Gebäude steht noch in der Nähe von Schwerstedt bei Weimar. Kann man heute besichtigen, das wurde in den 30er Jahren gebaut. Da leben natürlich 2 Familien drin, weil das Haus einfach zu lang ist. So, man findet sehr viel Wertvolles aus der Bronzezeit, nur es werden keine Zusammenhänge gezogen. Man findet hier was, man findet dort was, man hat in Weimar, man hat in Chemnitz, im ehemaligen Kaufhaus Schocken hat man die Vor- und Frühgeschichtsmuseen und hat dort wunderbare Ausstellungsstücke, man hat diese typisch germanischen Griffzungenschwerter gefunden, man hat Goldschürze gefunden, Sonnenwegen, Darstellungen der Sonnenverehrung, das Gold ist ja immer eine Darstellung der Sonnenverehrung, ist übrigens, das geht bis weit über den Ural hinaus, diese Sonnenverehrung, also auch das, was die orthodoxe Kirche macht, diese Ikonen mit diesem Gold, mit diesem Licht, das ist nichts anderes wie Lichtverehrung. So wie unser Jesuskindlein, was die Germanen, die haben ja dem Jesuskind immer diesen Lichtschein gegeben und die Kirche musste, damit das von den germanischen Völkern akzeptiert wurde, mussten sie den Zeitpunkt des Weihnachtsfestes vom 6. Januar näher zur Wintersonnenwende herziehen, damit es einigermaßen Akzeptanz findet. Und dann ist es so, wie es in Mitteleuropa gefeiert wird, eine typische Lichtverehrung, also die Wiedergeburt des Lichts des neuen Jahres. Wo man ja immer die Germanen so als, als Wilde oder als Halbwilde herstellt, das ist ein Wikingermantel, natürlich Wikinger dann im 7. und 8. Jahrhundert. Wunderbare Goldfibeln. Wenn Sie irgendwo die Möglichkeit haben, zum Beispiel in Niederösterreich, nein, das ist Oberösterreich, in der Nähe von Wels, gibt es ein Keltendorf von Mitterkirchen. Dort wurde das Dorf rekonstruiert und da befindet sich auch eine kleine Ausstellung, wie die Kelten, ein germanischer Stamm, Goldfibeln und Farbe gemacht haben aus Naturstoffen. Also es war eine sehr hohe Technik, die damals schon beherrscht wurde, vor 3000, 4000, 5000 Jahren. Und dieser Mantel einer Wikingerfrau entspricht also den höchsten Ansprüchen. Hier rechts unten ist Pömmelte Zackmünde. Das ist ebenfalls eine Kalenderanlage, eine Jahreskreisanlage, das ist in der Nähe von Magdeburg. Wurde vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren rekonstruiert, auch mit Baumstämmen. Da hat man dann auch einen kleinen Turm gebaut, aus dem man so leicht von oben auf die Gesamtanlage runterschauen kann. Man hat dort auch Schachtgruben gefunden, es fanden dort also auch Beisetzungen statt. Und es ist auch eine typische germanische Opferungsart, dass man hochwertige Werkzeuge gefertigt hat, deren Erstellung sehr aufwendig war, die man dann aber nicht benutzt hat, sondern vergraben hat. Also sozusagen als Übergabe an die Götter, denen man auch was zurückgeben wollte. Also dieses typische Verhalten der Naturvölker, nicht nur von der Natur etwas zu nehmen, sondern zu versuchen, zumindest symbolisch auch etwas zurückzugeben. Und rechts oben, das ist in der Nähe von Görlitz, das ist der Kuckuckstein. Und der ist auch so hingestellt und so ausgerichtet, dass die Öffnung, dieses Loch,
genau am Tag der Wintersonnenwende die Sonne da durchscheint. Also alles kein Zufall. Steinsetzungen, die sehr, sehr weit zurückgehen, das kennt ihr alle. Das sind die Eggesteine oder Externsteine. Und da haben sich die guten Seelen unseres Volkes den Scherz erlaubt, zu Neujahr 2017 eine Irminsul drauf hinzustellen, auf den Fels 2. Und das war so entsetzlich, dass noch am darauffolgenden Tag, ein Feiertag, die Feuerwehr sofort alarmiert wurde und man musste das unbedingt herunterholen, weil man damit konnte man natürlich überhaupt nicht leben. Warum erzähle ich das jetzt alles? Was hat das mit deutschem Idealismus zu tun? Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Das, was wir sind, was wir heute sind, wir Germanen, und Germanien ist größer als Deutschland, also nicht auf Deutschland beschränkt, das prägt uns natürlich noch. Also die Rassemerkmale, das ist nicht etwas, was man mit 2, 3 Generationen hinkriegt, deswegen wird es uns nie gelingen, irgendwelche Araber jetzt hier zu wertvollen Ingenieuren zu erziehen. Selbst über 5 Generationen hinweg wird es nicht funktionieren, sondern das sind Merkmale, die man über Jahrtausende erwirbt. Und diese Völker des Nordens haben sich ihre Erfindungsgabe, ihre Art und Weise zu leben, über Jahrtausende erworben. Und deswegen sind diese weißen Völker des Nordens auch die einzigen, die die nennenswerten Erfindungen unserer Weltgeschichte gemacht haben. Also niemals irgendwelche Araber oder schon gar nicht die Herrschaften, die unterhalb der Sahara-Zone oder in der Sahara-Zone leben. Unsere germanische Odersverfassung, die also vor dem römischen Recht galt, war die Unveräußerlichkeit des Sittengrundes, also nichts mit Privatisierung und Verkauf. Es gab zwar ein Privatvermögen, das war das Fejord, das fahrende Habe, und es gab das Almende. Das Almende waren die Wälder, die Flussläufe, die freien Wiesen, und das Almende war natürlich von der Allgemeinheit zu pflegen. Da durfte keiner Raubgut damit betreiben, es zerstören oder, wie es heute üblich ist, dass man Wälder verkauft und zu Privateigentum deklariert. Deswegen waren die Bauernkriege, die Aufstände der Bauern, das war die Aufforderung zur Rückkehr zum germanischen Recht, das ihnen die Pfaffen und die Fürsten verwehrt haben. Und die Bauern haben versucht, wieder aus den Wäldern, in den Wäldern zu jagen, das durften sie nicht. Sie haben versucht, aus den Wäldern das Holz zu holen, das ging auch nicht, weil der Fürst diese Wälder beansprucht hat, aber es ist Almende. Also hatten die Bauern im Grunde das Recht darauf, diese Forderungen zu stellen. Aus unserer Lebensart ergab sich auch die hohe Stellung der Frau als Mutter und Hüterin des Hauses. Der Kapitalismus versklavt die Frau als Industriesklavin. Also nimmt ihr die hohe Stellung weg. Aus unserer Lebensphilosophie heraus ist auch die besondere Achtung des Tieres. Also nichts mit Schächten und mit dieser Geringschätzung des Tieres, und vor allem dokumentiert durch die Kalenderbauten, durch die Kreisgrabenanlagen, das Erkennen und Achten der Naturgesetze. Also eine Weltanschauung, die aus dem Erkennen der Erhabenheit der Schöpfung resultiert. Das ist das Wesen. Also nicht irgendwelche Geschichten, die man uns erzählt, die überliefert werden, die den Gott ins Jenseits stellen, mit dem man nur kommunizieren kann über eine Priesterkaste, die Herrschaft über uns erlangen muss, um dann mit diesem Gott zu kommunizieren, um ihm dann gefällig zu sein oder, wie wir es ja vorher gehört haben, im Islam bestimmte Taten, die völlig gegen die Sittenauffassung gerichtet sind, muss man vollbringen, um angeblich diesem Gott gefällig zu sein. Das geht ja bis in die heutige Zeit, wo ein George W. Bush verkündet hat, ihm wäre also in der Nacht Gott erschienen und er hätte ihm gesagt, er müsse gegen die Achse des Bösen kämpfen, also gegen diese arabischen Völker. Das ist ja wie die Geschichte vom Moses, der aus dem Dornbusch dann irgend so eine Ansprache bekam, oder dieser Erzengel Gabriel, der dann immer erscheint und immer was sagt, ist natürlich kompletter Unsinn. Das sind alles nur Erfindungen, während die Erkenntnisse des Jahreslaufes, die Naturgesetze, dieses Staunen über die Erhabenheit der Schöpfung, wie alles bis ins Detail organisiert ist, das ist dem germanischen Menschen zu eigen. Und es hat uns leider eben diese Macht- und Herrschafts-
Ideologien aus dem Orient hat uns leider etwas von der Natur entfernt und uns diese Achtung vor der Erhabenheit genommen. Schauen wir uns mal in einer kurzen Gegenüberstellung an. Links die abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, sind alles abrahamitische Religionen, eine Quelle. Und rechts die Religion des Lebens, so möchte ich das mal nennen. Das ist unsere Auffassung, unsere Weltanschauung, die Weltanschauung der weißen germanischen Völker. Während wir auf der Seite der Abrahamiten die Absolutheit haben, die Verneinung der Welt, Gott im Jenseits, Verheißung von Paradies, Erbsünde, ein ganz wichtiges Herrschaftsinstrument. Wenn einer sich sündig fühlt, dann tut er das, was die Priester wollen, vor allem bezahlt er. Schuld und Sühne, Priesterherrschaft. Wir hingegen wollen die Freiheit des Denkens. Wir bejahen das Leben im Diesseits, weil von einem Jenseits wissen wir nichts, zunächst mal nichts. Man kann sich zwar ein Jenseits oder man kann sich schon vorstellen, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt, aber wir müssen uns im Diesseits beweisen. Gott ist in jedem Lebewesen, in jeder Pflanze, in jedem Tier die Gestaltung des Lebens. Das ist die Aufforderung an uns. Wir sind als Menschen frei von Sünde. Es gibt keine Erbschuld. Schuld kann man nur durch persönliche Tat erwerben. Und der Priester, das darf keine eigene Kaste sein, sondern darf nur Helfer sein, Vermittler. Deswegen hat man auch bewusst bei den religiösen Festen, bei den Jahresfesten, immer einen aus der Sippe genommen und möglichst nicht immer den gleichen, denn wenn einer sich anmaßt, das über Jahre und Jahrzehnte zu tun, dann ist er ja irgendwie, steigt er auf. Nein, die Übermittlung soll ja auch breit gestreut sein. Es sollen geeignete junge Männer und Frauen machen, die das weitertragen sollen in die nächste Generation. Punkt 2 der Gegenüberstellung, wieder linke Seite, abrahamitische jüdische Religionen. Da wird also, wie wir ja vorher schon gehört haben, Mord und Frevel und Unzucht wird alles rechtfertigt. Ja, ist ja Gott gewollt. Gott steht über Volk und Sippe. Die Frau wird im Judentum, im Islam und im frühen Christentum gering geschätzt. Natürlich auch das Tier. Und dann dieses Missionarische, dieses zwanghafte tun müssen, man muss alle Ungläubigen unbedingt unterwerfen oder überzeugen. Also diesen Anspruch, den haben Germanen nie erstellt. Deswegen waren sie möglicherweise zu tolerant gegenüber diesen missionarischen Eindringlingen. Die Religion des Lebens würde niemals Taten gegen die eigene Sippenauffassung erlauben, also Unzucht. Also mit Minderjährigen da, mit dieser Aisha oder so, wäre für unsere Art völlig daneben. Diese Leute würde man im Moor versenken, denn dann sind sie weg von dieser Welt. Es ist Notwehr erlaubt. Sippe, Volk, Naturerkenntnis steht im Mittelpunkt. Die Achtung des heiligen Hains, der Frau und keine Missionierung. Das ist Toleranz. Ja? Und diese Auffassung hat im Preußen Friedrich des Großen es eben erlaubt, tolerant zu sein. Dann hat es geheißen, die können alle kommen, sogar die Jesuiten durften kommen, wenn sie sich an die Gesetze des preußischen Staates gehalten haben, konnten sie nach ihrer Fasson eben betätigen. Punkt 3 der Gegenüberstellung, natürlich tendiert die abrahamitische Religion, deren Gott das Geld ist, zur Ausplünderung von Mensch und Natur. Und es ist nichts anderes wie die Globalisierung. Bis in den hintersten Winkel der Erde, alles unter dem Maximen des Profits organisieren, alles ausplündern. Für was? Damit ein paar Superreiche nur noch reicher werden. Werden sie da glücklich? Nein. Glauben statt Wissen, Dogmatismus, Fanatismus, Totalitarismus, während die Religion des Lebens die Natur als ewigen Kreislauf erkennt, geben und nehmen, streben nach Erkenntnis und vor allem nach Übereinstimmung im Handeln mit der Erkenntnis von der Natur. Naturwissenschaft, deswegen sind ja die Kirchen immer so wissenschaftsfeindlich, und natürlich die Freiheit des Geistes. So, jetzt kommen wir langsam der Sache Idealismus näher.
Es gab regelrechte Schübe germanischer Kulturleistung in der europäischen Geschichte. Die Schübe, das waren immer so, zwei, drei Jahrhunderte dazwischen. Zwei Jahrhunderte. Walter von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg und die unbekannten Meister von Naumburg und Bamberg. Wir sehen dann noch ein paar Darstellungen. Wie begnadet muss ein Künstler sein, aus einem Stück Stein ein Gesicht zu erstellen, wie der Naumburger Meister, ein Gesicht, das uns von der Lebendigkeit und Ausdruckskraft heute noch fasziniert. Diese Meister vermochten es. Und sie sind nicht bekannt, sie sind aber germanischer Art. Und man darf dann auch die Südgermanen, die in Italien gewirkt haben, nicht übergehen. Sie kamen zwei Jahrhunderte später mit ihren großartigen Dichtern und auch mit ihren Gestaltern, Giotto, Dante und Pisani. Dann kamen die Niederländer, also auch Germanen, die Holländer, Roger van der Weyden, van Eyck und Marcasio. Und dann diese großartige Entwicklung um 1500 herum, das war ja überhaupt eine sehr interessante Zeit. Um 15 herum, wir haben ja in der Zeit Martin Luther, wir haben Thomas Münzer, wir haben Ulrich von Hutten, da waren unsere Freigeister am Wirken. Leider ist ja Martin Luther wieder in das Christentum zurückgefallen. Er hatte zwar wesentliche Erkenntnisse, hat aber dann nicht den Schritt gewagt, wie Thomas Münzer, sich auf die Seite der Bauern zu stellen. Das wäre ja sehr notwendig und sehr wichtig gewesen. Das war ja der germanische Impuls um diese Zeit herum. Und Ulrich von Hutten war ja so verzweifelt, dass dieser germanische Reichsgedanke noch nicht so reif war und ist ja ganz verzweifelt gestorben. Aber es war eine unglaublich produktive Zeit. Es war praktisch ein Feuerwerk germanischer Kulturleistung. Leonardo da Vinci, Rubens, also die Michelangelo, die Südgermanen, Raphael, dann Albrecht Dürer, ein Zeitgenosse Martin Luthers und Thomas Münzers, Veit Stoss, Adam Kraft, die beiden Holbein-Brüder, Riemenschneider, Grünewald und Schlüter. Wir sollten uns ja bewusst sein, dass das weit in den Osten gewirkt hat. Ein Peter Parler hat ja gewaltige Gebäude in Prag, in Katowice erstellt. Das geht ja bis Kiew, die Leistungen der deutschen Ordensritter. Also alles, was an Kulturleistung hier gerade weit in den Osten hinein erbracht wurde, das waren die Germanen, die es vermocht haben. Und dann wieder, um 1700 herum, eigentlich in einer Zeit nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648, wo jeder Deutschland abgeschrieben hat. Deutschland mit offenen Grenzen, ein Land in der Mitte Europas. Im Dreißigjährigen Krieg konnte jeder sich aus diesem Volkskörper etwas herausreißen, niederbrennen, plündern. Dann kamen noch Pest und Cholera, die Bauern gingen zugrunde, alles lag da nieder und schon wieder die Türken vor Wien 1683. Die Bauernsöhne, die gerade mal wieder nachwuchsen, wurden schon wieder zum Krieg abgeholt und wiederum verrotteten die Felder. Und in dieser Zeit, wo jeder gesagt hätte, Deutschland hat keine Zukunft mehr, da wurden die großen Barockkomponisten geboren. Johann Sebastian, Georg Friedrich, Händel und Pachelbel und viele große, die uns in der Seele angehoben haben durch Philosophie. Und was ist Musik anderes als Philosophie? Und ich möchte jetzt etwas einstreuen. Sie haben, also ein Johann Sebastian Bach, man muss sich das ja vorstellen, im Jahre 1713 haben die Engländer, die Briten, das Monopol für den Sklavenhandel mit Schwarzafrikanern erworben. Eine großartige Leistung. Auf der einen Seite, aber es war etwas Verderbliches. Man hat Sklaven genommen, es kamen ja auch dann Millionen zugrunde. Entweder sind sie in Afrika schon in den Sammellagern zugrunde gegangen oder bei der Überfahrt nach Amerika.
Oder wurden dort dann eben in der Versklavung zugrunde gerichtet? Das ist eine zu organisierende Leistung, das haben die Engländer hinbekommen. Aber auf der anderen Seite war eine Macht, die man als solche noch gar nicht erkannt hat, in der Mitte Europas, es war eine kulturelle Leistung. Und das, was zum Beispiel Johann Sebastian Bach an Musik geschaffen hat, ist heute noch begeisterungsfähig. Und zwar nicht nur bei uns, sondern auch für viele andere Völker. Deswegen möchte ich dann auch etwas vorspielen, ein kurzes Stück, aber vorher noch diese wunderbaren Geschenke an die Menschheit, die Uta von Naumburg. Der unbekannte Meister von Naumburg, diese Ausdruckskraft eines Frauengesichtes. Oder dann eben in der Mitte der Kölner Dom und der Straßburger Münster rechts, dieses Greifen nach dem Himmel. Und wenn man diese Verästelungen der gotischen Baukunst, man sieht es rechts hier am Ulmer Münster, das ist wie im Wald die Zweige ganz oben, die nach dem Himmel greifen. Das ist die gotische Baukunst. Hier unten Quedlinburg, romanisch, der Bamberger Reiter in der Gesamtdarstellung und das Gesicht, auch unbekannter Meister, auch eine unglaubliche Ausdruckskraft im Stein. So, und jetzt Bach. Ich möchte von Bach mal ein ganz anderes Stück vorspielen. Und zwar, man kennt ihn ja immer als einen, der getragene Musik spielt, also seine gewaltigen Messen, seine Kantaten. Aber er hat mit seinem Klavierkonzert, Bachwerke Verzeichnis 1052, hat er ein richtig poppiges Werk geschaffen. Wollen wir uns mal ganz kurz anhören? Eine Einspielung mit Glenn Gould. Sebastian Bach. Gewaltige Werke, die auch heute noch die Menschen begeistern. Das ist Philosophie. Und ich möchte kurz vorlesen, was Albert Schweitzer, der Theologe und Arzt, der lange Zeit versucht hat, auch in Afrika etwas auf die Beine zu stellen, über Johann Sebastian Bach geschrieben hat. Was mir Bach ist, ein Tröster. Er gibt mir den Glauben, dass in der Kunst wie im Leben das wahrhaft Wahre nicht ignoriert und nicht unterdrückt werden kann, auch keiner Entscheidungshilfe bedarf, sondern sich durch seine eigene Kraft durchsetzt, wenn seine Zeit gekommen. Dieses Glaubens bedürfen wir, um zu leben. Er hatte ihn. So schuf er in kleinen, engen Verhältnissen, ohne zu ermüden und zu verzagen, ohne die Welt zu rufen, dass sie von seinen Werken Kenntnis nehme, ohne etwas zu tun, sie der Zukunft zu erhalten, einzig bemüht, das Wahre zu schaffen. Darum sind seine Werke so groß. Sie predigen uns, stille sein, gesammelt sein.
und dass der Mensch Bach ein Geheimnis bleibt, dass wir außer seiner Musik nichts von seinem Denken und Fühlen wissen, dass er durch keine Gelehrten und Psychologen Neugierde entweiht werden kann, ist so schön. Was er war und erlebt hat, steht nur in den Tönen. Es ist das Erleben aller derer, die wahrhaft leben, Lebensfreude und Todessehnsucht, unvermittelt eins in einem reinen Willen. Die, welche ihn verstehen, wissen nicht, ob es seine Realistik oder seine Mystik ist, die sie so ergreift. Es liegt etwas so unendlich Lebendiges und unendlich Abgeklärtes in seiner Stimmführung. Das ist keine Technik mehr, sondern Weltanschauung, ein Bild des Seins. Jede einzelne Stimme, ein Wille, eine Persönlichkeit, alle frei, in Freiheit sich begegnen, sich meiden, sich hassen, sich lieben, sich helfen und zusammen etwas einheitlich Lebendiges, das so ist, weil es so ist. Also Musik als Philosophie. Wir kommen dann noch beim zweiten Beispiel darauf. Aber noch ein paar Worte zu diesem Dualismus, der sich ja heute auch wieder zeigt. England mit seinen Lügen und mit seinen Kriegen und auf der anderen Seite die verkannte Macht in der Mitte Europas. Ich hatte das schon erwähnt, also 1713, Monopol zum Sklavenhandel mit Amerika auf der Seite Englands. Und justament in diesem Jahr schuf der Vater Friedrich des Großen, der Soldatenkönig, den preußischen Mythos. Er verachtete den ganzen Pomp, den sein Vater noch am Hofe Preußens führte. Es gab noch ein Begräbnis, aber dann beschlagnahmte er die Staatskasse. Und dann wurde nur noch gespart und es wurde nur noch spartanisch geherrscht an diesem Hof. Es wurde eine Armee aufgebaut, die Langen Kerls und andere. Es wurde eine Steuergesetzgebung eingeführt, eine Schulpflicht eingeführt und der Staat Preußen erlangte seinen Mythos. Der unbestechliche Beamte, das Pflichtgefühl. Und auf dieser Grundlage beerbte ihn 1740 sein Sohn Friedrich der Große. Und beide, Vater und Sohn, hatten als philosophische Botschaft: Ich bin kein absoluter Herrscher, wie auf der anderen Seite des Rheines Ludwig XIV., der Sonnenkönig, sondern ich bin der erste Diener meines Staates. Ich stehe unter dem Gesetz und ich habe als Führer im Beispiel vorzuleben. Das ist die alte germanische Art. Durch Beispiel geben, weitergeben. Diese Unmöglichkeit, Wasser zu predigen und Wein zu trinken, wie wir das heute in der westlichen Welt ja überall finden, das hatten sie nicht. Der Germane hat immer durch Beispiel geführt. Und lassen wir einige Engländer oder Schotten, in dem Fall den Schotten, Thomas Carlyle, über Zeugnis geben, über die Art und Weise der Engländer zu herrschen. Also dieser imperialistischen Macht, die heute ihre Macht seit 45 Jahren auf die andere Seite des Ozeans verlagert hat, in die USA. Der Engländer steht seit 200 Jahren inmitten von Lügen aller Art. Vom Fuß bis zum Scheitel umgibt ihn althergebrachte Scheinheiligkeit wie ein Ozean. Immer und überall sieht man, wie er versucht, die Wahrheit durch eine Zutat von Falschheit abzuschwächen und beide in eine Heuchelei zu verschmelzen. Ja, ganz aktuelles Beispiel, der Fall Skripal. Ja. Was sie heute wieder hernehmen und überall verbreiten und so tun, als wären die Russen die Verursacher für den Giftgasanschlag. Und dieses Bild habe ich auch bewusst gewählt. Sie haben die Inder, die versucht haben, von dem für den Export bestimmten Reisbergen etwas für ihre Familie abzuzweigen, haben sie in der Weise bestraft, dass sie vor Kanonen gespannt haben und in die Luft gejagt haben. Was für eine üble Auffassung. Und Richard Price, 1723 bis 1791, also ein Zeitgenosse von Immanuel Kant, er schrieb: Wendet eure Augen nach Indien, dort haben Engländer bewogen,
durch Lust am Plündern und den Geist der Eroberung ganze Königreiche entvölkert und Millionen unschuldiger Menschen durch die schändlichste Unterdrückung und Raubsucht zu ruinieren. Und es geht noch weiter. Der Opiumkrieg in China, wo man den Chinesen den Handel mit Drogen aufzwang, den sie, diese Drogen wollten sie ja auch wieder, das ist ja heute auch dasselbe, sie haben ja in Afghanistan nicht zuletzt deswegen interveniert, weil dort die Taliban die Opiumfelder vernichtet haben und die den Drogenhandel eine schwere Einbuße zufügten. Und Adolphe Villette hat in seinem Totentanz, in seiner Zeichnung, Bezug genommen auf ein anderes schweres Kriegsverbrechen der Engländer, nämlich auf die Ausrottung der Buren in Südafrika, der germanischstämmigen Buren. Es kamen in den englischen Konzentrationslagern, glaube ich, 34.500 Frauen und Kinder der Buren ums Leben. Sie wurden bewusst ausgerottet. Und Adolphe Villette unterschrieb seine Zeichnung an dem Tag, da das perfide Albion krepiert, wird Freude auf Erde sein. Kommen wir zu einem weiteren Philosophen. Und wir sollten das nicht trennen. Also unsere Philosophen, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, die haben ja nur die Schriftform, also das Denken und die Schriftform als Ausdrucksform gewählt. Wir sollten nicht vergessen, dass auch unsere Komponisten und hier ganz maßgeblich eben Beethoven auch eine Philosophie hatte. Der Lothar Bosle, der Professor, hat sogar ein Buch geschrieben, Beethovens Sieg über Lenin. Man kann darüber spekulieren, dass diese Form von Philosophie, die eine Friedensphilosophie ist, wir werden es dann anschließend noch hören und sehen, es ist eine Botschaft der Liebe an die Völker. Und Beethoven hat gerade, und das hören wir jetzt ganz kurz, im zweiten Satz seiner dritten Symphonie, das ist ja die Eroica, die Heroica, also wo er einen Helden verehren möchte. Ursprünglich war es Napoleon, aber als Napoleon sich dann zum Kaiser krönen ließ, hat er diese Widmung zerrissen mit der Bemerkung, das ist ja auch nur ein gewöhnlicher Mensch. Er will ja auch nur Macht und Herrschaft und wird die Menschenrechte mit den Füßen treten zugunsten seiner Herrschaft. So ist es übermittelt. Aber Beethoven hat noch mehr getan. Er hat diese Symphonie 1798 bis 1802 bis 1804 geschrieben und hat sie dann letztlich 1806 dem gefallenen Prinzen Louis Ferdinand, der in der Schlacht bei Saalfeld gefallen ist, dann verehrt. Und das war ja auch ein Hero, ein heroischer Mensch, ein verehrter Mensch. Mit diesem Werk stand er in einer Lebenskrise, in einer entsetzlichen Lebenskrise, weil er schon wusste, dass er ertaubt. Die Taubheit begann, als er 26 Jahre alt war. Also 1796 ging das los und er war, als er diese Symphonie schrieb, war ihm gewiss, dass er ertauben wird. Das ist wie ein Maler, der blind wird. Trotzdem hatte Beethoven eine innere Musik und er war trotz seiner Ertaubung in der Lage, die wunderbarsten Schöpfungen der Menschheitsgeschichte zu erschaffen. Und er hat das Heiligenstädter Testament, ist ja alles entstanden, das ja nie veröffentlicht wurde. Erst in seinem Nachlass, 1827, wurde es dann gefunden. Und diese Symphonie, und da hören wir aus dem zweiten Satz einen kurzen Ausschnitt, ist eine Herausforderung. Damals waren Symphonien nicht so lang. Die Symphonie dauert 50 Minuten. Symphonien zur Zeit von Mozart und Haydn dauerten maximal 15 Minuten, höchstens mal 20 Minuten. Er hatte eine andere Orchestrierung, er hatte die Sätze anders überschrieben. Da wo ein Menuett war, war ein Adagio oder ein Scherzo. Und er hat eine Anforderung an die Zuhörer gestellt. Es war mehr wie Unterhaltungsmusik. Nein, es war überhaupt keine Unterhaltungsmusik. Es war die Herausforderung an den Zuhörer, sich mit seiner Lebensphilosophie, mit der Dramatik auseinanderzusetzen, mit einer Krise, die ja jeder haben kann.
seinem Leben wissen wir, dass er durchaus kein leicht arbeitender Künstler war, dass die Monumentalität und Einfachheit seiner Thematik ihm keinesfalls in den Schoß fiel. Jedes seiner Werke stellt den konzentrierten Extrakt einer ganzen Welt dar, ist aus einem grenzenlos chaotischen Leben erst zu Ordnung, Form und Klarheit durch den eisernen Willen des Künstlers hinaufgeführt worden. Die schönsten Beethoven-Momente zeugen von einer Unschuld, einer kindhaften Reinheit, die trotz allem Menschlichen, was ihnen anhaftet, etwas wahrhaft Überirdisches hat. Niemals hat ein Musiker von der Harmonie der Sphären, den Zusammenklang der Gottesnatur mehr gewusst und mehr erlebt als Beethoven. Das ist Philosophie. Man könnte jetzt noch zu Wagner übergehen, zu seinem Ring, der ganz viel Kapitalismuskritik enthält. Da ist furchtbar viel Philosophie drin. Aber lassen wir es bei Beethoven bewenden. Nur den Hinweis noch, wenn deutsche Orchester mit Beethoven oder mit Bruckner-Aufnahmen, also mit den Romantikern, in den fernen Osten fahren, nach Japan oder auch nach China, sind alle Konzerte restlos ausverkauft, denn die Fernostasiaten sind aufgrund ihrer Veranlagung, sie haben eine gewisse Rasseähnlichkeit mit den nordischen Völkern, deswegen können sie diese tiefe Philosophie in der romantischen Musik erfassen und sind auch sehr dafür begeistert. Deswegen haben wir auch Fernostasiaten als Solisten in den großen Orchestern, niemals Neger. So, das ist jetzt keine Abwertung gegenüber den Negern. Die Neger sind rhythmisch. Die haben mit Melodik nichts am Hut. Bei denen ist es bum, bum, bum. Aber das Dumme ist nur, wenn wir heute Radio aufmachen, dann hören wir nur bum, bum, bum. Ja? Also wir können kaum noch wählen. Also es wird nur noch Negermusik gespielt. Kurz diesen philosophischen Exkurs noch. Das ist eine Abwandlung zu dem, was wir vorher in der Gegenüberstellung der abrahamitischen Religionen zur Religion des Lebens hatten. Das setzt sich natürlich in der Globalisierung, in der Wirtschaftsform auch durch. Wir haben links das Globalisierungsprinzip, also das Nomadenprinzip. Und so ist die Wirtschaft organisiert. Heute da, morgen dort. Dort, wo ich den meisten Profit machen kann, die wenigsten Steuern, da gehe ich hin. Es gibt keine Sesshaftigkeit mehr. Unsere Wirtschaftsform basiert auf Sesshaftigkeit. Wir wollen wirtschaften, um dem eigenen Volk zu nutzen, den eigenen Menschen und das im Einklang mit dem Boden. Also keine grenzenlose Ausplünderung, kein endloses Wachstum. Die Globalisierer propagieren die offene Gesellschaft. Wir, die Volksgemeinschaft. Es gibt keine natürlichen Organismen, die keine Grenzen haben. Jeder natürliche Organismus hat eine Abgrenzung. Also braucht auch ein Volk seine Grenzen, die verteidigt werden müssen. Maximaler Profit, Bedarfsweckung, nicht Bedarfsdeckung, repräsentative Demokratie, das heißt durch gekaufte Politiker, ein Soft Power, muss man den neudeutschen Ausspruch verwenden, eine permanente Beeinflussung durch die Medien. Die Medien sind die wichtigsten Propagandamittel und Einübungsinstrumente der Kapitalisten. Auflösung von Volk, Familie, Tradition, alles wird zur Ware und hat seinen Preis. Wir hingegen wollen auf der Basis von Sesshaftigkeit die Volksgemeinschaft, den sozialen Frieden, die Bedarfsdeckung ohne künstliche Bedarfweckung, die aristokratische Demokratie, so war das bei den Germanen, dass nicht ein Bezahlter führt, was wir ja heute sehen, das ist ja ein Desaster, wenn solche Gestalten uns führen, sondern es wurde der Beste ausgewählt und auf das Schild gehoben im sprichwörtlichen Sinne. Und wenn er nicht mehr gut war, wurde ein Besserer da vorne hingestellt. Der souveräne Mensch, Stärkung der klassischen Bindungen und Geld auf die Funktion des Tauschmittels zurückführen. Geld darf kein Herrschaftsinstrument sein. Ja, was ist Deutsch? Friedrich List hat es so, war auch ein verzweifelter Mensch. Er hat sich ja 1846 erschossen.
Er war ja auch in dieser Vormärzstimmung, wo sie alle gedacht haben, nach der Bekämpfung, nach der Niederwerfung Napoleons kommt jetzt der Freiheitsimpuls, und er kam eben nicht. Auf den Barrikaden von 1848, auf der auch Richard Wagner stand, da wurden die Menschen zusammengeschossen und sie mussten fliehen oder gingen an den Hohen Aschberg ins Gefängnis. Also eine ähnliche Situation wie heute, wo die Freiheitsliebenden unterdrückt wurden oder ins Ausland fliehen mussten. Aber dieses schöne Wort, nur eines hatte die Deutschen gerettet, ihren ursprünglichen Charakter. Die Liebe zu Fleiß, Ordnung, Wirtschaftlichkeit, Mäßigkeit, ihre Beharrlichkeit, Ausdauer in der Forschung, in den Geschäften. Ihr aufrichtiges Streben nach dem Besseren. Ein großer Naturfond an Moralität, Mäßigung und Überlegenheit. Und das hat die Deutschen, egal wo sie waren, ob sie nach Amerika ausgewandert sind oder ob sie in Russland waren, überall haben diese deutschen Eigenarten die Deutschen verbreitet. Teilweise unter Aufgabe in Amerika, unter Aufgabe ihrer eigenen Identität. Gut, das ist eine Äußerung von Maurice Barré, ein Mitglied der Académie Française, der also nach dem Ersten Weltkrieg sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man die Deutschen, wie man gegen diesen Germanismus ankämpfen kann. Ich muss jetzt ein bisschen auf Tempo drücken, weil wir haben, gehen auf 12 Uhr zu. Aber diesen Satz müssen wir uns noch in Erinnerung behalten, den Oswald Spengler schrieb. Wir wissen jetzt, was auf dem Spiel steht. Nicht das deutsche Schicksal allein, sondern das Schicksal der gesamten Zivilisation. Und es ist die entscheidende Frage, die in Deutschland für die Welt beantwortet werden muss. Soll der Handel den Staat oder der Staat den Handel regieren? Und das ist heute auch wieder die Kernfrage. Wir müssen wieder das Primat der Politik herstellen. Wir haben im Moment das absolute Primat des Handels über die Politik. Ja, ich möchte am Schluss, deswegen bin ich dem Meinolf dankbar, dass er hier den Friedrich Schiller auch verewigt hat. Verbunden werden die Schwachen mächtig. Also die Botschaft Schillers wollen wir dann noch ganz kurz, es dauert nur 6 Minuten, jetzt noch ansehen, wie das wirkt. Lasst es auf euch einwirken. Es wirkt über die Jahrhunderte hinweg und es wirkt auf die Menschen auch heute noch.
Hölle schöner Götterfunken, himmlische Elysium, wir betreten feuerstrunken den himmlische dein Heiligtum. Ja, das ist deutscher Idealismus. Das ist unsere Lebensphilosophie. Und das hat uns groß gemacht und wird uns auch in Zukunft wieder groß machen. Wir sind eine verkannte Macht, immer dann, wenn Deutschland in die politischen Bereiche gegangen ist und als Macht gewirkt hat, kam der Neid und der Hass der alten Mächte. Aber unsere wahre Größe, die in der Kulturleistung liegt, in viel tausendjähriger Kulturleistung, die ist viel allmächtiger. Die wird uns auch durch die soziale Idee der Volksgemeinschaft die Zukunft weisen. Wir werden wahrscheinlich als die Siegermacht des 21. Jahrhunderts dastehen. Nicht mit Bomben und Raketen, sondern mit unserer großartigen Kultur.